Guten Morgen und herzlich willkommen beim Webinar zum Projekt MacWeb, Medienpädagogische Kompetenz von Lehrenden in der Erwachsenenbildung. Wir fangen nun offiziell an und beginnen auch mit der Aufzeichnung, damit Sie alle Bescheid wissen, dass das Webinar wird aufgezeichnet und ist auch später unter WBWeb abrufbar. Mein Name ist Karin Rott und ich werde Sie heute durch das Webinar begleiten. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen und wir freuen uns sehr, dass Sie sich für das Thema medienpädagogische Kompetenzen von Lehrenden in der Erwachsenenbildung interessieren. Speziell begrüßen möchte ich zum einen die Vertreter des WBWeb-Unterstützerkreises, die mit dem DEE zusammen dieses Webinar hier veranstalten, und unsere beiden Referenten Matthias Roos und Bernhard Schmidt-Hertha, zu denen ich an dieser Stelle gerne noch ein paar Worte verlieren würde. Anfangen möchte ich mit Matthias Roos. Vielleicht möchte er sich einmal ganz kurz dazuschalten, damit alle wissen, wer dann da gleich sprechen wird. Hallo. Er ist Juniorprofessor für Erwachsenenbildung mit Schwerpunkt Fernstudium und E-Learning an der Technischen Universität Kaiserslautern. In der Position ist er seit 2013. Davor war er schon an verschiedenen Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland und der Schweiz tätig und auch in der Personalentwicklung und Weiterbildung. Seine Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich des Lernens Erwachsener mit digitalen Medien sowie im informellen Lernen in historischen, theoretischen und praxisbezogenen Dimensionen. Wir haben noch einen zweiten Referenten heute in der Runde, das ist Bernhard Schmidt-Hertha. Da kommt er. Er ist Professor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt berufliche und betriebliche Weiterbildung an der Universität Tübingen. Nach seiner wissenschaftlichen Ausbildung an der LMU in München war er auf verschiedenen Vertretungsprofessuren in Frankfurt und Braunschweig tätig. Er ist Mitherausgeber der Online-Zeitschrift Bildungsforschung und auch Moderator eines europäischen Netzwerks zu Education and Learning on Older Adults. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der beruflichen Weiterbildung, dem Lernen im Alter, dem informellen Lernen und in der Hochschulforschung. Und was die beiden Herren neben mir verbindet, ist das Projekt MacWeb, das sie seit 2016 gemeinsam geleitet und durchgeführt haben und aus dem die beiden nun auch gerne berichten wollen. Zum Ablauf dieses Webinars. Matthias Roos wird Ihnen zunächst das im Projekt entwickelte Kompetenzmodell vorstellen für medienpädagogische Kompetenz von Lehrenden in der Weiterbildung. Anschließend wird Bernhard Schmidt-Hertha einen darauf basierenden Selbsttest vorstellen. Nach jedem der beiden Vorträge können Fragen gestellt werden und auch diskutiert werden. Die Fragen können Sie im Chat, den Sie alle schon entdeckt haben und fleißig alle begrüßt haben, reinschreiben. Wir werden die mitnotieren und ich werde die dann an die beiden Referenten stellen. Auch wenn Sie technische Probleme haben, kann alles über den Chat geklärt werden. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir rege Diskussionen haben. Alle Fragen, die im Rahmen dieses Webinars nicht mehr beantwortet werden können, können dann anschließend in einem Forum noch weitergestellt werden, in dem wir auch anschließend als ganzes Projektteam anwesend sind und auch noch Fragen klären können. Genau. Das war, glaube ich, alles, was ich im Vorfeld sagen muss. Dann übergebe ich jetzt das Wort an Matthias Roos, der Ihnen den ersten Input darbietet. Ja, vielen Dank, Karin. Ich hoffe, dass ich für alle gut zu hören bin. Moin, moin, grüß Gott an alle Teilnehmenden. Freue mich sehr, dass so viele Interesse haben an unseren Ergebnissen. Ich habe schon gesehen, wir sind bundesweit gut vertreten, groß nach Hamburg, nach Bayern, nach Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, NRW, Baden-Württemberg und was ich jetzt noch nicht gesehen habe. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute hier dabei zu sein. Wie Karin Rott schon gesagt hat, würde ich gern einsteigen mit einer kurzen Vorstellung von dem Projekt und unserem Kompetenzmodell. Und danach können wir Ihre Fragen dazu nochmal klären. Und im zweiten Teil
geht es dann weiter mit Bernhard Schmidt-Hertha, der was zu unserem Selbsttest dann sagen wird. Ja, fangen wir an kurz mit dem Projekt MECWEB. Ist natürlich ein Akronym für einen wie immer sehr langen Projekttitel, der bei uns heißt Medienpädagogische Kompetenz des beruflichen Weiterbildungspersonals zur Unterstützung des Einsatzes digitaler Medien in formalen, nonformalen und informellen Lernsettings. So, nun wissen Sie, warum wir öfter von MECWEB sprechen und den Titel weniger benutzen, aber der Titel erzählt natürlich schon sehr viel über das, worum es eigentlich geht. Das Projekt ist vom BMBF gefördert und wird koordiniert in der Programmlinie Innovative Ansätze zukunftsorientierter beruflicher Weiterbildung, INNOVAT, vom Bundesinstitut für Berufsbildung. Sollte jemand dabei sein, herzliche Grüße. Wir freuen uns hier, das Projekt vorstellen zu können. Die beteiligten Partner, also ein kooperatives Projekt zwischen den Kollegen von der Universität Tübingen, die Sie gerade schon kennengelernt haben, Karin Rott und Bernhard Schmidt-Hertha, und dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung. Das ist die Frau Bolten, die im Hintergrund hier aktiv ist, und meine Wenigkeit. Ich bin zwischenzeitlich an die TU Kaiserslautern gewechselt, deswegen bin ich hier sozusagen offiziell als Vertreter der TU Kaiserslautern, aber führe das Projekt für das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung durch. Wir befinden uns jetzt am Ende sozusagen des Projekts. Wie Sie sehen, wir haben am Januar 2016 begonnen und das Projekt endet jetzt nun im Dezember. Das ist schön, sozusagen, wenn man sehr erfolgreich und zufrieden aus so einem Projekt aussteigt, aber natürlich auch ein bisschen schade, dass die Zeit vorbei ist, weil eben auch noch viele Fragen offen sind und die Projektarbeit sehr viel Spaß gemacht hat. Weitere Informationen zu dem, was wir Ihnen heute vielleicht alles nicht erzählen können, finden Sie unter anderem auf der Website, die ist unten angegeben, die-bonn.de/MECWEB. Dort gibt es auch Verweise auf Publikationen, die schon erschienen sind. Wir sind momentan dabei, auch noch weitere Projektergebnisse zu publizieren, die aber noch nicht erschienen sind. So, also da kommt noch was. So ein Projekt funktioniert natürlich nicht ohne Partner aus der Praxis, bei denen wir uns auch an der Stelle recht herzlich bedanken müssen. Das sind die hier aufgeführten: der Deutsche Volkshochschulverband, der Dachverband der Weiterbildungsorganisation, der Bundesverband der Träger der beruflichen Weiterbildung sowie die katholische Erwachsenenbildung Deutschland. Darüber hinaus hatten wir aber auch weitere Unterstützer, die hier nicht verschwiegen werden sollen. Ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen, aber wir hatten Kontakt unter anderem zu IHK, die uns geholfen haben beim Zugang zu den Lehrenden in der Erwachsenenbildung. Auch mit dem e-Trainer-Kongress hatten wir Kontakt mit dem Deutschen Coaching-Verband und verschiedenen anderen Unterstützern. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich jetzt nicht alle erwähnen kann. Da hatten wir sehr viel Support, der auch notwendig ist, um so ein Projekt erfolgreich durchzuführen. Was waren die zentralen Forschungsfragen im Projekt? Das war zum einen, was sind die medienpädagogischen Kompetenzanforderungen für Lehrende in der beruflichen Weiterbildung? So sozusagen, das Berufliche ist hier ein bisschen in Klammern. Aus der Programmlinie ergibt sich ein klarer Fokus auf den Bereich der beruflichen Weiterbildung. Wir haben für uns festgestellt, dass die Unterschiede, sag ich mal, zu anderen Bereichen der Weiterbildung nicht groß sind. Deswegen verallgemeinern wir unsere Ergebnisse und sagen, die treffen natürlich für die berufliche Weiterbildung zu, sind darüber hinaus aber auch anwendbar. Und die zweite Frage war, welche medienpädagogischen Kompetenzen weisen Weiterbildnerinnen auf? Das waren damals sozusagen unsere Einstiegsfragen, mit denen wir angefangen haben. Und daraus haben sich dann folgende Ziele des Projekts ergeben. Zum einen die Entwicklung eines medienpädagogischen Kompetenzmodells, mit dem wir beschreiben wollen, welche Kompetenzen Lehrende in der Erwachsenenbildung brauchen. Dann eine Untersuchung zum Kompetenzstand von Lehrenden in Bezug auf medienpädagogische Kompetenzen. Also was können die Lehrenden eigentlich? Und das zum Dritten die Entwicklung eines webbasierten Selbsttests, den wir Ihnen ja heute auch noch vorstellen werden. Kommen wir nun zu die Umsetzung. Hier zunächst ein kurzer Überblick, wie wir uns sozusagen diesen Fragestellungen genähert haben. Das ist zum einen die Aufarbeitung der theoretischen Grundlagen, aber auch eine empirische Untersuchung, die wir durchgeführt haben. Und auf beides werde ich jetzt nochmal etwas genauer eingehen.
Zunächst sagen auf die theoretischen Grundlagen. Wenn man sich einsteigt mit der Frage, welche Kompetenzanforderungen, medienpädagogische Kompetenzanforderungen an Lehrende sich stellen, kann man ja zunächst erstmal gucken, was gibt es eigentlich schon in dem Feld. Für die Erwachsenenbildung sieht das ziemlich mau aus. Es gab schon relativ früh erste Beschreibungen, 89 von Klaus-Dieter Zieb, der hat mal solche Anforderungen beschrieben gehabt für Lehrende, aber danach gab es lange Zeit nichts Spezielles, was sozusagen auch diese Thematik der Medien, der digitalen Medien thematisiert hat. Das dann daraus ergab sich so ein bisschen die Notwendigkeit, auch da nochmal stärker einzusteigen. Es gibt natürlich viele andere Kompetenzmodelle im Bereich der Erwachsenenbildung, die auch in Teilen medienpädagogische Elemente beinhalteten, aber nie ganz speziell sozusagen auf dieses Themenfeld sich fokussiert haben. Daher haben wir uns auch ein bisschen breiter umgeschaut, also nicht nur national, auch international, welche Modelle es gibt, auch in anderen Bereichen geguckt, also Schule, die ja sehr aktiv ist auch sozusagen in dem Bereich der medienpädagogischen Kompetenz von Lehrenden, aber auch in der beruflichen Bildung beispielsweise. Das haben wir alles zusammengenommen, analysiert und geschaut und daraus sozusagen schon ein erstes Modellentwurf entwickelt, der ja, so einen Orientierungsrahmen erstmal lieferte für das, was denn eigentlich alles so drin sein könnte oder drin sein müsste. In einem zweiten Schritt haben wir gesagt, so das ist die theoretische Seite, die natürlich auch teilweise schon empirisch fundiert ist. Das heißt, auch diesen vorliegenden Modellen lagen natürlich auch schon Befragungen teilen zugrunde. Wir haben dann aber gesagt, wir wollen das selber auch nochmal eruieren. Das heißt, wir haben verschiedene Befragungen durchgeführt, wie Sie es hier aufgelistet sehen. Beispielsweise haben wir zwei Fokusgruppen-Interviews durchgeführt mit Lehrenden und Teilnehmern aus der Lehrenden und anderen Aktiven aus der Erwachsenenbildung und haben sie gefragt, so welche Anforderungen stellen sich eigentlich in der Praxis an die Person. Das ist insofern ein interessanter Zugang, aber eben nur ein zweiter, weil sich diese Anforderungen ganz unterschiedlicher Art und Weise zeigen und manchmal auch gar nicht so gesehen werden. Und deswegen ist dann auch diese theoretische Annäherung wichtig, um das, was sich auch noch nicht in der Praxis zeigt, auch mit aufzunehmen. Diese Fokusgruppen waren sozusagen eine erste Annäherung. Wir haben dann noch, um spezieller eben bestimmte Kompetenzen modellieren und beschreiben zu können, auch Experteninterviews durchgeführt. Das waren im ersten Schritt erstmal 4 Experteninterviews, um sozusagen so die Breite des Feldes auch beschreiben zu können. Und haben dann uns aber entschieden, auch nochmal auf Grundlage dieser Erfahrungen noch tiefergehende Interviews zu führen. Das heißt, wir haben dann zu spezifischen Bereichen wie zum Beispiel Beratung oder Gestaltung von Lehr-Lernmedien nochmal ergänzende Interviews durchgeführt, um nochmal rauszukriegen, also welche speziellen Anforderungen ergeben sich eigentlich in diesen Feldern nochmal. Das sind in Teilen auch Bereiche gewesen, wo wir sagen, die haben vielleicht noch nicht so eine ganz große Relevanz, aber könnten sich gegebenenfalls auch noch zu ganz wichtigen Elementen in diesem Bereich entwickeln. Zum Ende hin, also als wir jetzt erste Modellentwürfe hatten in verschiedenen Phasen, haben wir dann auch noch Experten-Workshops durchgeführt mit Vertretern der Wissenschaft und haben auch nochmal mit denen hart diskutiert, ob dieses Modell gut ist, ob wir damit auch alle Anforderungen treffen. Ja, und sind dann am Ende dieses ganzen Prozederes zu dem Modell gekommen, was ich Ihnen gleich zeigen werde. Ausführliche Beschreibung finden Sie beispielsweise hierzu. Ich habe es nochmal auf der Folie notiert in einer Veröffentlichung von Bolken und Rott. Kommen wir also nun zu dem zweiten Teil, dem, was sozusagen aus diesen Vorarbeiten entstanden ist, unser medienpädagogisches Kompetenzmodell. Ganz grundlegend haben wir vorausgesetzt, dass die Personen und die Lehrenden erstmal Medienkompetenz besitzen. Wir differenzieren da eben zwischen einer allgemeinen Medienkompetenz und dann da orientieren wir uns an dem Modell von Barke, wo wir sagen, das sollte eigentlich jeder Bürger haben, eben Kenntnisse über Medien, über Mediennutzung, über Mediengestaltung und auch eine reflexive Fähigkeit im Umgang mit Medien. Das haben wir unterschieden, sozusagen diese grundlegenden Kompetenzen zu spezifischen Anforderungen, die sich eben aus der pädagogischen Nutzung digitaler Medien ergeben. Und in dem Zusammenhang, also in der pädagogischen Nutzung, haben wir gesagt, sind für uns 4 Bereiche
von besonderer Bedeutung. Das ist erstmal ganz grundlegend der Bereich der Feldkompetenz. Der Bereich der Feldkompetenz ergibt sich auch in besonderer Spezifik für den Bereich der Erwachsenenbildung, weil wir eben sehr unterschiedliche Bereiche haben, in denen wir in der Erwachsenenbildung tätig sind. Die Heterogenität ist eben viel stärker als im Schulbereich. Es ist von der gewerkschaftlichen, politischen Bildungsarbeit über Sportangebote bis hin zur wissenschaftlichen Weiterbildung. Es ist eben sehr divers. Und wir haben es mit sehr unterschiedlichen Bereichen und eben auch sehr unterschiedlichen Zielgruppen zu tun. Und deswegen sozusagen haben wir da einen besonderen Fokus auf diese, wie wir es genannt haben, Feldkompetenz gelegt. Der zweite Bereich oben rechts, das sind die Einstellungen. Das sind, welche Einstellungen man eben auch zu pädagogischen Sachverhalten beispielsweise hat. Dann zu sagen, unten links der Bereich der Fachkompetenz, glaube ich auch ganz logisch, dass der ein wichtiges Kompetenzmodell und eine wichtige Kompetenzfacette ist. Und eben, last but not least, rechts unten die pädagogisch-didaktische Kompetenz. Also das sind für uns erstmal so ganz grundlegende Bereiche gewesen, die in Bezug auch auf Medien eine wichtige Rolle spielen. Wir haben das sozusagen dann ausdifferenziert oder spezifiziert eben auf Medien und haben gesagt, so die Feldkompetenz ist für uns eine medienbezogene Feldkompetenz. Was heißt das? Dass ich eben Wissen darüber habe und Erfahrung darüber habe, wie sozusagen in spezifischen Bereichen mit Medien umgegangen wird. Also wenn ich in einer Organisation, in einem spezifischen Bereich tätig bin, wie ist da der Zugang zu Medien? Gibt es da eine bestimmte Kultur auch im Umgang mit digitalen Medien? Also sind die eher kritisch dem gegenüber oder sind sie sehr offen? Also gibt es ein sehr innovativer Bereich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel unterscheide betriebliche Weiterbildung, wo man zum Beispiel sehr offen ist in diesem Feld und anderen Bereichen, wo das vielleicht eben weniger der Fall ist. Es bezieht sich aber nicht nur sozusagen auf den Kontext, in dem ich tätig bin, sondern eben auch auf die Zielgruppe. Das heißt, was für eine Person habe ich vor mir? Auch da gibt es große Unterschiede in der Affinität, auch in den Kenntnissen zu digitalen Medien. Und all das muss ich wissen und berücksichtigen, wenn ich eben entsprechende Angebote als Erwachsenenbildner mache. Der zweite Bereich adressiert die Einstellung. Ich habe es schon kurz angedeutet gehabt. Also welche Einstellungen habe ich zum Beispiel auch zum Umgang mit Medien, mit digitalen Medien. Da gehört natürlich so ein kritisch-reflexiver Umgang mit dazu. Also uns geht es ja nicht darum zu sagen, so Medien sind per se gut, sondern ich muss es reflektieren, in welchen Kontexten, in welchen Situationen, in welchen Fällen ist der Medieneinsatz gut. Muss aber vielleicht auch reflektieren, habe ich da vielleicht ein besonders enthusiastisches Verhältnis dazu und sage erstmal Medien, je mehr, je besser, oder bin ich besonders kritisch dazu? Also mein eigenes Verhältnis auch im Umgang mit den Medien zu reflektieren gehört dazu. Auch eine Informationskompetenz, dass ich mediale Inhalte auch bezüglich ihres Wahrheitsgehaltes beispielsweise einschätzen kann. Aber auch Selbstregulation, also habe ich selber einen Umgang mit Medien, der ja zum Beispiel nicht auch in Abhängigkeits- und Suchtverhältnisse tendiert, der es mir ermöglicht, auch einen gewissen Abstand zur Mediennutzung herzustellen. Also, dass ich auch mal zum Feierabend entsprechende Geräte und Anwendungen auch zumachen kann. Also diese selbstregulativen und reflexiven Fähigkeiten sind in dem Zusammenhang wichtig, aber eben auch besonders kritische oder wenn man übertrieben positive Einstellungen, die man reflektiert und sozusagen auf ein gutes Fundament stellen sollte. Die medienbezogene Fachkompetenz, das ist ein Feld, wo es uns darum geht, wenn ich in spezifischen Bereichen tätig bin, dass ich weiß, wie werden Medien da eingesetzt. Ja, also da geht es zum Beispiel dann darum, welche Anwendungen für dieses Feld wichtig sind. Also wenn ich in der beruflich-betrieblichen Weiterbildung tätig bin, wenn ich eine Schulung mache zu einer bestimmten Thematik, dann dass ich weiß, in diesem Arbeitsfeld oder in dem Kontext, wofür ich eine Schulung anbiete oder ein Lernangebot, haben Medien die und die Relevanz, also Anwendungsrelevanz. Das können spezifische Anwendungen, spezifische Geräte etc. pp. Sein. Also ich habe die Kenntnisse zu den Medien, die in den spezifischen Anwendungsfeldern, zu denen ich schule, von Bedeutung sind. Die vierte und letzte Facette wäre dann die mediendidaktische Kompetenz. Das ist
auch eben Kern oder ganz wichtig in diesem Feld. Und da geht es ganz konkret um die Frage, wie setze ich digitale Medien ein in Lehr-Lern-Kontexten, aber auch, und sagen, das würden wir ein bisschen erweitern darüber hinaus, auch beispielsweise zur Planung von Lehrveranstaltungen oder auch sozusagen, um mich selber zu informieren über aktuelle Entwicklungen, die sozusagen für mich relevant sind. Das muss eben nicht der Medienbereich sein, aber ich kann mich ja sozusagen auch ganz grundsätzlich über alle Themen im Netz informieren. Und auch das gehört dazu. Frau Rott signalisiert mir schon, dass meine Redezeit zu Ende ist. In dem Sinne blende ich nochmal sozusagen unser Kompetenzmodell ein. So sieht das aus. Was ich sozusagen noch nicht erwähnt habe, ist, dass zwischen Fachkompetenz und pädagogisch-didaktischer Kompetenz auch eine fachdidaktische Kompetenz gibt, die sich natürlich auch im Medienbereich widerspiegelt, die wir aber nicht nochmal gesondert ausdifferenziert haben. Da mache ich mal einen Punkt. Vielen Dank für diese ausführliche Vorstellung. Jetzt eine Frage an alle Teilnehmenden. Gibt es denn Fragen? Ich glaube, bisher sind noch keine über den Chat bei uns eingekommen. Aber wenn Sie nun Fragen haben, können Sie die gerne stellen. Sonst würde ich einfach mal mit einer anfangen. Jetzt ist hier sehr ausführlich das Modell vorgestellt worden, aber was kann man denn jetzt eigentlich mit so einem Modell machen? Genau das. Jetzt ist es da, das ist irgendwie theoretisch und was bringt einem das jetzt? Genau, uns ist ja wichtig sozusagen, dass das auch eine praktische Wirksamkeit hat. Das, was wir im Projekt gemacht haben und worauf ich jetzt nicht eingehen wollen würde, ist zum Beispiel eben so einen Kompetenztest zu erstellen, um eben auch aus wissenschaftlicher Perspektive, aber auch für andere Zwecke zu eruieren, festzustellen, eben welche Kompetenzen bestimmte Personen haben. Das ist natürlich hochgradig spannend auch, sagen, wenn man so einen Überblick hat darüber, zum Beispiel wie in meiner Organisation oder wie in meinem Bundesland oder wie zum Beispiel insgesamt in Deutschland es aussieht mit den medienpädagogischen Kompetenzen der Lehrenden. Darüber hinaus kann es aber auch noch andere Anwendungsfelder geben, wie beispielsweise, wenn ich jetzt in einer Personalverantwortung bin und mir überlege, wie beschreibe ich denn jetzt eigentlich meine Anforderungen, die ich im medienpädagogischen Bereich habe. Auch da kann sowas eine Grundlage sein, dass ich eben sozusagen sowas ein Stück weit als Reflexionsfolie nehme und sage, so, ich beschreibe jetzt meine Anforderungen und gucke einfach mal, sind eigentlich die Aspekte alle drin? Und dann kann das sozusagen eine gute Orientierung schon mal sein. Und auch sozusagen genau, vielleicht zur eigenen Reflexion. Also wenn ich jetzt mir zum Beispiel mal frage, so wie gut bin ich denn eigentlich, dass ich sozusagen auch bezüglich dieser Felder mir mal überlege, wo habe ich vielleicht noch Defizite? Oder aber fällt mir gerade noch ein, dass man zum Beispiel, auch wenn man eine Weiterbildung konzipiert, mal überlegen kann, sind denn diese Bereiche eigentlich alle drin? Man muss das natürlich nicht machen, aber es kann als eine gewisse Reflexionsfolie auch dienen. Genau, hier gibt es eine Frage im Chat und zwar die mediendidaktische Kompetenz hängt auch von der Medienkompetenz der Erwachsenen ab, also von den teilnehmenden Erwachsenen. Ob das denn auch im Rahmen des Projektes mit reflektiert wurde und ob es dazu Untersuchungen im Lehr-Lern-Kontext gibt? Weil ich mir gerade nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Also die mediendidaktische Kompetenz ist natürlich abhängig von, also muss darauf reagieren. Vielleicht, abhängig würde ich vielleicht nicht sagen. Man muss darauf reagieren, welche unterschiedlichen Zielgruppen ich habe. Wir haben das nicht spezifiziert dahingehend, dass man sagt, also da sind jetzt die Kompetenzfacetten wichtig bezüglich jener Zielgruppe und jener Zielgruppe andere Kompetenzen wichtig, sondern da würde ich sagen, dann geht es darum, ganz grundsätzlich zu beschreiben, welche Kompetenzen es gibt und die muss ich dann natürlich anwenden auf die spezifische Zielgruppe. Ist wahrscheinlich also aufgrund der Heterogenität der Zielgruppen auch schwierig, sozusagen das so auszudifferenzieren. Aber sagen, wo ich Ihnen recht geben würde, ist natürlich, dass man das immer auf die spezifische Zielgruppe anwenden muss. Und es kann natürlich auch heißen, dass ich sage, ich habe eine Zielgruppe, da sagt mir meine medienpädagogische Kompetenz, Medien ist hier vielleicht nur sehr begrenzt sinnvoll einzusetzen oder bezüglich des Kontextes auch vielleicht, den ich habe. Das kann natürlich auch sein. Genau, ich glaube, hier war die Frage, ob beachtet wurde,
dass die Medienkompetenz der Teilnehmenden unterschiedlich ist. Ja, natürlich, das spielt sozusagen in dem Zusammenhang eine Rolle. Ich habe das bei der Feldkompetenz erwähnt gehabt, dass eben da der Kontext wichtig ist, in dem ich sozusagen etwas anbiete und da eben sowohl auf sozusagen den Rahmen achten muss, also in welchem Kontext bewege ich mich, als auch sozusagen auf die Zielgruppe und die Kompetenzen, die die einzelnen Teilnehmer haben. Natürlich. Und das sozusagen muss man auch jetzt noch wissen. eine weitere, genau, eine weitere Frage, die ich vorlese von Herrn Schley. Warum wurde die pädagogisch-didaktische Kompetenz als Teil der Medienkompetenz modelliert und nicht umgekehrt? Die Medienkompetenz ist eine grundlegende, also die wir sozusagen hinter allen Kompetenzfacetten sehen, die, ja, ich sag mal, sowohl im Bereich der, also auch im Bereich der Einstellungen adressiert, als auch der Feldkompetenz, als auch der sozusagen Grundlage ist auch für medienpädagogische Kompetenz. Andersherum kann man sagen, dass natürlich auch mediendidaktische Kompetenz Medienkompetenz beinhaltet, aber für uns war eben diese Perspektive jetzt sinnvoller zu sagen, dass die medienpädagogische Kompetenz Grundlage verschiedener Kompetenzfacetten ist und eben auch der mediendidaktischen Kompetenz. Ich hoffe, das ist verständlich. Ich würde vielleicht nochmal einen Satz ergänzen dazu. Also wir haben ja hier diese vier Kompetenzfacetten, die wir als Teil medienpädagogischer Kompetenz verstehen. Und dahinter liegen aber grundlegendere Kompetenzen, die die Basis darstellen. Und dazu gehört sowohl eine pädagogisch-didaktische Kompetenz als auch eine grundlegende Medienkompetenz. Man könnte in einer gewissen Weise sagen, dass sowas wie mediendidaktische Kompetenz ist, praktisch an der Schnittstelle liegt zwischen Medienkompetenz und Medien- und pädagogisch-didaktischer Kompetenz. Das ist die grundlegenden Kompetenzen, die man in der Erwachsenenbildung sicherlich grundlegend einfordert und die wir auch sehr breit verstehen. Und darauf aufbauend sehen wir diese Facetten medienpädagogischer Kompetenzen, wie wir sie hier beschrieben haben. Genau, vielen Dank. Jetzt eine ist gerade noch reingeflogen, beziehungsweise zwei. So, muss ich einmal ganz kurz lesen. Hier wird gefragt, wer denn die Anforderungen formuliert, die an die Lehrenden gestellt werden, ob das technische Anforderungen sind. Und wo werden die reflektiert, diese Anforderungen und diskutiert? Ob auch Lehrende selbst neue Anforderungen nennen dürfen, denen sie begegnen und wie das genau? Also ich weiß nicht, ob ich die Frage von Frau Umbach jetzt richtig verstehe, aber das ist ja zunächst mal ein standardisiertes Instrument, das wir da entwickelt haben. Das heißt, wir sind natürlich permanent interessiert daran, das weiter zu entwickeln und weiter zu gestalten. Aber im Instrument selber ist jetzt kein Raum gegeben in Form von offenen Fragen oder so, in denen die Lehrenden nochmal eigene Schwerpunkte setzen können. Ich weiß nicht, ob das ist, woran Sie gerade denken. In der Entwicklung des Instruments, wie es der Kollege Roos gerade beschrieben hat, haben wir aber genau das getan. Wir haben mit Lehrenden gesprochen, mit Verantwortlichen einer Praxis der Erwachsenenbildung, und eben sie gefragt, wo liegen die Anforderungen? Wo liegen die Anforderungen in unterschiedlichen Feldern? Und versucht daraus unsere Test-Items zu entwickeln, die ich nachher ja auch nochmal exemplarisch vorstellen werde. Vielleicht klärt sich daran dann auch noch das eine oder andere. Und vielleicht darf ich auch gleich auf die Frage von Herrn Kühn reagieren. Ich finde, das ist ein spannender Punkt, den Sie aufwerfen, auch wenn er jetzt so ein bisschen eigentlich eher die Basis von dem diskutiert, was wir in unserem Projekt machen. Also diese digitale Kompetenz auf der EU-Ebene, die Sie ansprechen und das Verhältnis zu so etwas, so einem Medienkompetenzbegriff wie in Barke vertritt. Und aus meiner Sicht geht es auf der EU-Ebene bei digitaler Kompetenz sehr viel mehr um eine instrumentelle Anwendung, um die Fähigkeit, Medien, digitale Medien im Alltag oder im Beruf einzusetzen, anzuwenden, während Barke sehr viel stärker auch auf den kritischen Umgang mit diesen Medien, das Verständnis auch von den Grenzen und Problemen, die diese Medien verursachen, fokussiert. Das scheint mir in dem EU-Konzept eher in den Hintergrund zu. Gut,
Vielleicht gehen wir nun weiter zu dem Selbsttest. Dann kann Bernd direkt weitermachen. Ja, sehr gerne. Wir haben jetzt gerade noch dieses Modell hier, das passt auch ganz gut. Wie Sie sehen, haben wir vier Facetten medienpädagogischer Kompetenz identifiziert und haben die nun versucht, in einem Messinstrument erfassbar zu machen, weil wir festgestellt, also relativ schnell deutlich wurde, dass wir nur drei der vier Bereiche letztlich operationalisieren können, weil es beim Hinblick auf medienpädagogbezogene Fachkompetenz ja eben einer sehr starken Ausdifferenzierung bedürfte für jeden einzelnen Themenbereich, was in einem einzelnen Instrument nicht zu leisten ist. Das heißt, wir haben uns bei diesem Selbsttest auf die drei Bereiche Feldkompetenz, Einstellung, also medienbezogene Feldkompetenz, medienbezogene Einstellungen und mediendidaktische Kompetenz konzentriert und haben daraus eben einen Selbsttest entwickelt, der jetzt auch frei verfügbar ist im Netz für alle, die sich ihr eigenes Wissen und ihren eigenen Status hier mal prüfen wollen. Das ist also gedacht als ein Test für alle in der Erwachsenenbildung Tätigen und soll vor allem eine Orientierungsgrundlage schaffen, auch um sich persönlich weiterzuentwickeln, beruflich weiterzuentwickeln, zu sehen, wo habe ich denn noch Potenziale, wo stehe ich denn auch im Hinblick auf bestimmte Teilbereiche der Weiterbildung. Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen. Ich nehme das auch gleich vorweg, dass es nicht als ein Assessment-Tool konzipiert ist. Dafür müsste das Instrument noch andere Ansprüche erfüllen, die es so nicht erfüllt. Das heißt, es ist ein Selbsttestinstrument, es ist jetzt nicht konzipiert als ein Assessment-Tool für Weiterbildungsträger. Wir haben, ich blende auch gleich mal, das ist praktisch die URL zu dem Testinstrument. Das können Sie sich ja vielleicht dann auch nach dieser Veranstaltung, wer Lust hat, das für sich selber mal durchspielen. Wenn Sie auf diese Link klicken, dann kommen Sie zu so einer Startseite, die Sie jetzt hier wahrscheinlich nicht lesen können, auch nicht lesen können müssen. Das ist so ein üblicher Begrüßungstext, in dem nochmal ein bisschen erklärt wird, worum es geht. Es gibt ein paar Elemente, auf die ich hier nochmal kurz eingehen möchte. Das eine Element ist so eine Linkleiste rechts oben. Da können Sie zum einen direkt auf die Startseite des Tests selber springen, also den Test starten. Sie können die Datenschutzbestimmungen dieses Tests nochmal genauer nachlesen und eben finden im Impressum die zuständigen verantwortlichen Ansprechpartner. Sie finden hier die Möglichkeit, wenn Sie den Test schon mal begonnen haben, den an dieser Stelle wieder fortzusetzen. Das heißt, die Testoberfläche bietet die Möglichkeit, jederzeit den Test zu unterbrechen. Wenn Sie das tun, bekommen Sie vom System einen Code und wenn Sie den wieder eingeben, können Sie wieder da weitermachen, wo Sie den Test unterbrochen haben. Und dann gibt es eben schließlich hier diesen Link, mit dem Sie den Test starten können. Wenn Sie das tun, landen Sie auf einer Startseite, in der Sie jetzt für den ersten Testteil begrüßt werden. Ich sage auch gleich noch ein bisschen mehr, aus welchen Teilen sich dieser Test zusammensetzt. Sie haben im ersten Teil Fragen, das läuft hier unter der Rubrik Allgemeine Angaben zur Person. Da geht es uns jetzt nicht darum, irgendwie möglichst viel über die zu erfahren, die an diesen Tests teilnehmen, sondern vor allem geht es darum, dass wir letztendlich das Ergebnis möglichst den Durchschnitt von Personen gegenüberstellen wollen, die sich in ähnlichen Bereichen und ähnlichen Ausgangssituationen bewegen. Und die hierfür erforderlichen Daten werden im ersten Teil abgefragt. Sie sehen hier auch gleich so einen Fortschritt, also Sie sehen hier oben in der obersten Zeile die Bereiche des Tests beginnen eben blau unterlegt hier, wo man sich gerade befindet. Hier eben jetzt gerade die allgemeinen Angaben. Im zweiten Teil dann mediendidaktische Kompetenz, medienbezogene Feldkompetenz, medienbezogene Nutzung und Einstellungen. Also diese drei Bereiche, die wir vorher schon erwähnt haben. Und am Schluss bietet der Test ein entsprechendes Feedback.
Wir haben hier in diesem allgemeinen Teil Fragen zur beruflichen Situation, insbesondere zu Arbeitsschwerpunkten, also auch thematischen Schwerpunkten und noch so ein paar Fragen zu Person, Alter, Migrationshintergrund, Bildungsabschluss und ob es eben bereits einschlägige Fortbildungen gegeben hat. Sie sehen hier auch, dass auf allen Seiten des Tests dann vorfindbaren Fortschrittsbalken, das sehen Sie hier als Tortendiagramm, auf dem man eben wunderbar sehen kann, wo man gerade steht, verbunden mit dem Link, der die Möglichkeit bietet, den Test zu unterbrechen. Wie ich vorher bereits beschrieben habe, eben dann mit einem entsprechenden Code kann man den Test später wieder fortsetzen, was hier an der Stelle auch nochmal auf der Website erklärt wird. Am Ende jedes Abschnittes, am Ende jedes dieser vier Abschnitte, werden Sie dann noch einmal gefragt, ob Sie jetzt abschließen wollen und die Daten senden wollen. Das heißt, bis zum Ende jedes Abschnitts können Sie wieder zurückspringen und Dinge ändern nochmal oder nochmal gucken, wie habe ich da eigentlich geantwortet. Aber nachdem Sie den Abschnitt abgeschlossen haben, geht das dann eben nicht mehr. Dann senden Sie die Daten und gelangen zum nächsten Abschnitt, was jetzt hier die mediendidaktische Kompetenz ist. Dieser Abschnitt besteht aus 8 Testfragen. Eine davon sehen Sie hier, mal so beispielhaft, wo eben gefragt wird, im Folgenden sehen Sie Themen für Weiterbildungsveranstaltungen und man wird eben hier aufgefordert, die beiden auszuwählen, die sich am besten für ein asynchrones E-Learning-Angebot eignen oder am besten dort aufbereiten lassen. Das ist jetzt eine Beispielfrage. Für eine von 8, wie gesagt. Im dritten Bereich geht es dann um die medienbezogene Feldkompetenz. Das sind eher jetzt auch Fragen zur eigenen Einstellung, zu der Frage, wie wichtig empfindet man bestimmte Informationen. Zum Beispiel, wie wichtig finden Sie es, sich mit der Medienkompetenz Ihrer Teilnehmenden auseinanderzusetzen. Und hier kann ich eben selber bewerten, welche Relevanz ich dem beimesse. Hier sehen Sie jetzt auch mal ganz schön einen etwas größeren Ausschnitt von der gesamten Oberfläche mit den Logos und der gesamten Layout sozusagen, in der diese Website und dieser Test daherkommt. Hier nochmal etwas vergrößert das Beispiel-Item, das ich gerade schon vorgelesen habe. Im vierten und letzten Teil des Tests geht es dann um medienbezogene Nutzung und Einstellungen. Auch hier habe ich mal so ein paar Beispiel-Items in Form von einem Screenshot aufgelistet, gezeigt. Es sind noch ein paar mehr dieser Seiten, aber der Test ist insgesamt sehr kompakt. Also wenn ich mich recht erinnere, sind es 5 dieser Seiten, die hier auszufüllen sind. Und von daher gehen wir davon aus, dass man das in 10 bis 15 Minuten alles gut bewältigen kann. Am Ende steht dann ein Feedback, das jetzt auf 2 unterschiedliche Arten ausgegeben wird und abgerufen werden kann. Zum einen kann ich mir über eine HTML-Darstellung sozusagen ein Feedback zu den jeweils einzelnen Teilbereichen abrufen. Oder ich kann das Ganze komplett als PDF anfordern. Wenn ich mir jetzt mal einen Teilbereichsfeedback ansehe, zum Beispiel für die mediendidaktische Kompetenz, dann erhalte ich ein bisschen erst noch vorab einen erklärenden Text, den ich Ihnen jetzt hier nicht noch abgebildet habe, und bekomme dann einen Wert. Hier oben steht, von 8 möglichen Punkten haben Sie 6,37 Punkte erreicht. Und ich sehe hier an diesem Balken, den man jetzt nochmal vergrößern kann, wo stehe ich im Vergleich zu allen, die bisher an diesem Test teilgenommen haben und im Vergleich zu denjenigen, die im gleichen Bereich tätig sind wie ich. Und Sie sehen, das ist jetzt hier jemand mit einem überdurchschnittlichen Ergebnis und man kann sich dann eben selber auch so einen Vergleich, Relation setzen, weil natürlich nur die Information, Sie haben 6,37 Punkte von 8 möglichen, so erstmal uns nicht sehr aussagekräftig erschien, sondern erst im sozialen Vergleich zu einer relevanten Information wird.
Ich kann mir das Ganze eben als PDF-Datei runterladen. Das ist dann ein etwa 8-seitiges Dokument mit nochmal mit den Erläuterungen, wie der Test aufgebaut ist und mit allen meinen individuellen Ergebnissen immer im Verhältnis auch zur Gesamtgruppe und im Verhältnis zu den Personen, die in meinem Bereich an diesem Test teilgenommen haben. Und schließlich dann eben noch so ein kurzer Ausblick. Hier haben Sie auch nochmal den Link. Das wurde ja auch gerade im Chat schon nachgefragt. Wir haben durch diesen Test natürlich jetzt eine auch weiter anwachsende Ressource von Vergleichsdaten. Das heißt, für bestimmte Bereiche werden im Moment die Fallzahlen noch nicht sehr groß sein, die man als Vergleich anführen kann. Das heißt, wir gehen davon aus, dass diese Vergleiche eben im Laufe der Zeit auch immer valider werden, weil die Menge der Vergleichsdaten wächst. Bislang stützt sich das auf die von uns bereits in der Studie erhobenen Daten mit über 300 Teilnehmenden. Und wir versuchen dann auch unser Ziel ist, über die Verknüpfung zum Beispiel mit WBWeb auch unmittelbar Anknüpfungspunkte für einschlägige Weiterbildungsangebote zu bieten. Man kann jetzt auch in Sicht der sagen im Train-to-Trainer-Bereich unmittelbar an diese Kompetenzbereiche anknüpfen. Wir haben auch schon von einzelnen Anbietern gehört, dass das für Sie interessant ist und relevant ist. Und natürlich gibt es dann auch die Möglichkeit, den Link zu diesem Test in einschlägige Portale, zum Beispiel bei den Trägerverbänden oder an anderer Stelle einzubinden und so auch Leute nochmal auf den Test aufmerksam zu machen. Ja, das war jetzt erstmal so ein kurzer Überblick von meiner Seite über den Selbsttest. Und ich habe es jetzt nur mit einem Auge nebenher verfolgt. Ich glaube, es gibt eine Menge Fragen im Chat. Genau, es gibt eine Menge Fragen im Chat und ich würde einfach mal mit der ersten anfangen. Es wurde festgestellt, dass es bestimmt nicht einfach ist, Kompetenzen auf Basis von Selbsteinschätzungen zu messen. Da war die Frage, wie wird hier Kompetenz von Fähigkeiten abgegrenzt und ab wann wird denn von einer Kompetenz gesprochen? Also Kompetenz ist für uns eben etwas, was über das reine Wissen hinausgeht und eben auch motivationale und einstellungsbezogene Komponenten beinhaltet. Also das heißt, Kompetenz ist nicht nur, also zum ersten ein Wissen, zum anderen die Fähigkeit, dieses Wissen in einer konkreten Problemsituation einzusetzen und zum dritten die Motivation und der Wille, das auch wirklich zu tun. So, das, was wir dieses, die Fähigkeit, dieses Wissen zu, also das Wissen selbst und vor allem das Wissen in bestimmten Situationen einzusetzen, das versuchen wir über diese Test-Items zu erfassen. Das heißt, da geht es ja nicht darum, sozusagen um Selbsteinschätzung, sondern da werden ganz konkret Aufgaben gestellt. Ja? Wir beschreiben eine Situation und fragen die Leute, was würden Sie in der Situation tun? Was halten Sie hier für angemessen, für richtig, für falsch? Oder welche Probleme würden Sie hier erwarten, etc.? Also das sind wirkliche Testfragen und auf der anderen Seite gibt es eben diese Einstellungskomponenten und im Zusammenspiel würden wir sagen, sprechen wir da von einer Kompetenz, wenn ich auf der einen Seite eben die Motivation, die Grundeinstellung mitbringe, dass das wichtig ist, sich damit zu beschäftigen und diese Dinge einzusetzen und auf der anderen Seite auch dazu befähigt bin, das zu tun. Gut. Ich hoffe, das ist erstmal soweit. Matthias, was ergänzen möchte. Ja, nur kurz sozusagen ein Aspekt, die Messung von Kompetenzen und auch eine gute Messung von Kompetenzen erfordert sozusagen einen sehr langen Test. Wir haben sozusagen in unserer ersten Durchlauf einen sehr langen Test gehabt, der, glaube ich, eine Dreiviertelstunde ungefähr in der Beantwortung gedauert hat. Und wir haben uns jetzt aber dafür entschieden, dass für die praktische Nutzung das nicht sehr sinnvoll ist, irgendwie so einen langen Test zu machen, sondern sozusagen das auch ein Stückchen weit einzudampfen. Natürlich unter Berücksichtigung, dass wir möglichst die Qualität dessen, was da herauskommt, auch noch berücksichtigen. Aber ganz grundsätzlich muss man sagen, dass es natürlich ein Kompromiss ist, um zu sagen, so ein Test muss handhabbar sein, der muss auch mal schnell durchführbar sein und auf der anderen Seite aber auch gute Ergebnisse liefern. Und da haben wir versucht, so ein
einen gewissen Kompromiss einzugehen, der aber auch eine Orientierung gibt. Und das war uns wichtig. Also eine Orientierung für einen selbst. So, wo stehe ich denn eigentlich? Ja? Was muss ich was tun oder muss ich es nicht tun? Und das ist, das muss man vielleicht zu einer gesamten Bewertung dieses Tests auch Genau, vielleicht berücksichtigen. direkt anschließend darauf hat Frau Richter die Frage gestellt, ob man denn den Test nur einmal machen kann oder ob man den vielleicht auch einfach nach einer gewissen Zeit nochmal durchführen kann. Nachdem der Test vollständig anonym ist und das System auch nicht registriert, sozusagen, wer sich jetzt da an den Test anmeldet, kann man den theoretisch natürlich auch das öfter durchführen. Deswegen ist ein Grund, warum wir sagen, es ist kein geeignetes Assessment-Tool, weil es gibt natürlich dann einen Übungseffekt irgendwann. Aber für den Einzelnen, wer das für sich für sinnvoll hält, kann natürlich diesen Test mehrfach durchführen. Es gibt nichts im System, Genau. was Herr sich Schley hat noch die Frage gestellt, was denn mit den Daten passiert, die beim Selbsttest gesammelt werden. Das hattest du gerade schon auch ein bisschen angesprochen und auch noch mit der Nachfrage, welche Fragestellungen denn gegebenenfalls damit noch weiter verfolgt werden. Also vielen Dank für die Frage, weil ich finde, das ist eine sehr wichtige Frage. Ja? Also da geht es ja auch um Datenschutz und ähnliche Dinge. Für uns, wir nutzen diese Daten zu zwei Zwecken. Zum einen, wie bereits angesprochen, als Vergleichsbasis für weitere Teilnehmende, dass die so eine Orientierung kriegen, wo steht denn der Durchschnitt, wo stehe ich? Und zum anderen haben wir natürlich auch ein Interesse daran, diese Daten weiter wissenschaftlich auszuwerten, wobei wir eben aufgrund der sehr begrenzten Informationen über die Person selbst, ist das hundertprozentig anonym. Da sind Rückschlüsse auf Einzelpersonen absolut ausgeschlossen. Es ist in keinster Weise irgendwie rückverfolgbar, wer da wie diesen Test ausgefüllt hat. Aber mit dem Datenfundus, der sich da entwickelt, sind natürlich weitergehende wissenschaftliche Analysen möglich denkbar, wobei wir jetzt im Moment auch noch keinen klares Analyseprogramm haben, wo wir sagen, so genau die Fragen wollen wir damit nochmal klären oder damit beantworten. Uns geht es natürlich auch darum, das Instrument nochmal weiterzuentwickeln, die Reliabilität des Instruments weiter im Auge zu behalten und zu testen und gegebenenfalls auch daran nochmal weiterzuarbeiten. Und es ist natürlich auch denkbar, dass diese Daten anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mal zugänglich gemacht werden für weitere Analysen, wobei sie dazu aber nochmal extra aufbereitet werden müssten. Und wie gesagt, die Anonymität ist hier zu 100% gewährleistet. Genau, ich kann vielleicht noch sozusagen in den Mund ein bisschen wässrig machen. Wir haben natürlich geschaut, wie es so mit der Medienkompetenz der Erwachsenenbildner in Deutschland aussieht. Zum Beispiel die Frage, gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Bereichen der Erwachsenenbildung? Gibt es altersspezifische Unterschiede? Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede? Das alles werden wir bald veröffentlichen und ja, sind spannende Ergebnisse rausgekommen. Genau, ich würde jetzt vielleicht mal zwei Fragen aus dem Chat bündeln. Zum einen hat die Frau vorgefragt, ob denn die Testfragen auf den technologischen Fortschritt angepasst und weiterentwickelt werden und daran anschließend der Herr Salender, ob denn geplant ist, den Test adaptiv zu gestalten, was eine Möglichkeit wäre, eben mit relativ wenigen Items reliabel den Test zu gestalten. Ja, also ich finde, das sind natürlich beides sehr spannende Fragen, die immer so ein bisschen auch Fragen sind der infrastrukturellen Ausstattung eines solchen Projekts. Ich selber hätte durchaus den Ehrgeiz, dieses Instrument immer wieder anzupassen. Sie kennen aber wahrscheinlich alle die Situation von drittmittelfinanzierten Projekten. Das heißt, die Förderung läuft aus und dann ist die Frage, wie viele Ressourcen hat man dann, das zu tun? Also wir haben uns das fest vorgenommen, das auch weiter im Auge zu behalten. Diese Idee von Herrn Salender, die ich sehr spannend finde, diesen Test adaptiv zu gestalten, das wäre sicherlich nochmal ein eigenständiges Projekt, aber das wäre etwas, was ich mir jetzt mal notiere für einen möglichen Anschlussantrag auch nochmal. Wenn es da nochmal eine einschlägige Ausschreibung gibt, wäre das etwas, was man da, glaube ich, sehr gut in Angriff nehmen könnte. Wie gesagt, das ist ein bisschen einfach eine Ressourcenfrage. Wir haben die Items allerdings schon bewusst so formuliert, dass sie eine gewisse zeitliche Halbwertszeit haben, dass sie trotz schneller technologischer Entwicklungen vor allem Themen berühren, die vielleicht nicht ganz so schnell diesen Veränderungen unterworfen sind und vielleicht auch in 2, 3, 4 Jahren noch
aktuell und relevant sind, was aber nicht heißt, dass man es nicht ergänzen müsste dann auch, um weitere Dinge, die neuere Technologien betreffen. Ich würde es vielleicht nochmal ergänzen, also nochmal anbringen, dass es uns gar nicht so sehr sozusagen um konkrete Technologien geht und meines Erachtens nach auch gar nicht um diese funktionale Kompetenz der Anwendung konkreter Technologien, sondern um die Frage, wie gestalte ich medienunterstützt bestimmte Lern-Lernsituationen. Und ich glaube, da haben wir gar nicht so eine starke Veränderung in den Grundfunktionen, die Medien in dem Zusammenhang übernehmen können. Es kann natürlich sein, dass es dann grundsätzlich in den Möglichkeiten der Gestaltung von Lern-Lernprozessen etwas durch Medien ändert und dann sozusagen Ergänzungen vorzunehmen sind. Aber ich glaube, da sprechen wir von ganz anderen Zyklen oder Zeitfenstern, als wenn es ja darum geht, jetzt gibt es irgendwie ein neues Tool, wie was ich vielleicht einsetzen kann. Gut, eine weitere Frage habe ich noch mitnotiert von Frau Wenzel, die gefragt hat, ob es mit der Auswertung auch Tipps für individuelle Weiterbildungen in Sachen Medienpädagogik gibt. Ja, die Idee ist natürlich, dass man sozusagen aus dieser Auswertung heraus auch so ein bisschen rauslesen kann, wo man selber Stärken und Schwächen hat, so über das eigene Profil im Hinblick auf medienpädagogische Kompetenz. Und wir hoffen, da sind wir jetzt natürlich nicht diejenigen, die das so ganz in der Hand haben. Wir hoffen, dass die Anbieter von einschlägigen Fort- und Weiterbildungsangeboten für Erwachsenenbildnerinnen darauf auch ein Stück weit reagieren vielleicht und dann auch ihr Programm so ein bisschen daran orientieren und sagen, okay, hier haben wir jetzt speziell ein Angebot zur Entwicklung mediendidaktischer Kompetenz und hier geht es vielleicht in dem Angebot stärker auch um medienbezogene Feldkompetenz oder vielleicht gibt es dann Angebote, in denen beides irgendwie miteinander verlinkt ist. Also das wäre dann auch nochmal so eine Frage an die Angebotsstrukturen und die Hoffnung an die Angebotsstrukturen, dass die sich dann auch ein bisschen an diesen Dimensionen unter Umständen orientieren. Und wir haben eben Signal von einigen Akteuren in diesem Feld, dass die ein großes Interesse hätten, sich genau daran auch zu orientieren und daran anzuknüpfen. Vielleicht kann ich das auch noch kurz ergänzen. Also die Frage war für uns auch über die gesamte Projektlaufzeit hinaus virulent. Die Problematik, die sich ergibt, dass Sie natürlich auch sozusagen, wenn Sie so eine direkte Verlinkung machen, dass Sie natürlich sicherstellen müssen, dass die Inhalte entsprechend gut sind und von der Qualität her und auch stimmig sind, so dass wir gesagt haben, wir verlinken erstmal auf BabyWeb, da wissen wir, oder sagen wir binden das ein in BabyWeb, da wissen wir, dass da sozusagen gute und qualitätsgesicherte Inhalte da sind. Und ansonsten sind wir natürlich auch in einer gewissen Neutralität verpflichtet und können jetzt nicht sagen, so es gibt einen Anbieter, der da besondere Qualität hat und auf den wir verlinken. Also das ist sozusagen ein Stück weit die Problematik, die auch dahinter steckt. Genau. Es gibt noch eine Anmerkung, die wir bisher noch nicht aufgegriffen haben. Ich würde das jetzt einfach trotzdem mal noch nennen, weil wir noch 2, 3 Minuten Zeit haben. Die Frau Eberhardt hat festgestellt, dass der Bereich Grundbildung bei uns im Modell gar nicht auftaucht. Vielleicht kann da der ein oder andere noch kurz was dazu ergänzen. Ich würde den Bereich Grundbildung als sehr relevant hier im, ich klicke mal eben schnell auf die entsprechende Folie zurück. Hier in dem Bereich medienbezogene Fachkompetenz. Ja? Also hier haben wir eigentlich medienbezogene Fachkompetenz in genau das, was wir sagen, das können wir nicht weiter ausbuchstabieren. Aber es wäre natürlich spannend, jetzt zum Beispiel speziell für Grundbildung mal sich die Frage zu stellen, was bedeutet denn jetzt Medieneinsatz in erwachsenenpädagogischen Grundbildungsangeboten? Wie muss sich der spezifisch ausgestalten? Aber das ist natürlich nur ein Bereich und man könnte sich viele andere auch noch denken. Und das ist etwas, was sicherlich eine spannende Projekte für die Zukunft auch wären, das für einzelne Bereiche auszubuchstabieren, dann auch mit Experten aus dem jeweiligen Bereich. Also ich würde jetzt, ohne Matthias Roos zu nahe treten zu wollen, ich glaube, wir sind jetzt nicht die ausgewiesenen Grundbildungsexperten, sondern man bräuchte dann nochmal Leute aus dem Bereich, mit denen man zusammen an der Stelle weiterarbeitet. Und das wäre durchaus spannend, da nochmal das speziell auszubuchstabieren. Also das konnten wir sozusagen auch in dem Projekt einfach nicht leisten, weil es eben, wie Bernhard Schmidt-Hertha sagt, auch zu viele Bereiche gibt, für die man das auch ausbuchstabieren müsste. Und das kann man dann genau jetzt im Anschluss tun. Gut,
Vielen Dank. Das war nun die Vorstellung mit den Ergebnissen des Projekts MacWeb in Form des medienpädagogischen Kompetenzmodells und auch der Vorstellung unseres Selbsttests. Vielen Dank an Matthias und Bernd für die spannenden Beiträge. Ich hoffe, Sie konnten spannende Einblicke in die Modellentwicklung und auch in den Selbsttest gewinnen und auch die damit verbundenen Chancen und Grenzen ein bisschen einschätzen lernen. Wenn Sie jetzt auf das Projektlogo von MacWeb oben rechts in Ihrer Darstellung klicken, dann kommen Sie gleich auf den Selbsttest, der ist da dann verlinkt. Wenn Sie noch Fragen haben und weiter diskutieren möchten, dann können wir uns gleich noch im Forum treffen und dort weitere Fragen diskutieren. Vielen Dank, dass Sie an diesem Webinar teilgenommen haben und für Ihr Interesse an dem Bereich oder an dem Thema medienpädagogische Kompetenz von Lehrenden. Stellvertretend für das Team bedanke ich mich auch bei WBWeb und dem Unterstützerkreis, dass das Webinar so, wie es nun war, stattfinden konnte und in diesem Rahmen realisiert werden konnte. Genau. Damit verabschiede ich mich dann schon und wünsche Ihnen ein schönes zweites Adventswochenende. Tschüss.